Er hatte in einem Kölnauer Gasthaus einige Viertel Weines getrunken, die ihm nun einerseits in den Kopf gestiegen, andererseits so in die Beine gegangen waren, dass er nur mühsam und wankenden Schritts auf seinem Weg vorankam. Hammerschmied, Hammerschmied, lass es ruhig laufen. Hammerschmied, Hammerschmied, wir wollen das Geld versaufen. Kurzerhand nahmen sie den Schnarchenden auf und betteten ihn in der warmen Hammerschmiede in eine abseitige Ecke, um dann wie gewohnt an ihre schwere Arbeit zu gehen. Es war ein Höllenlärm rings um den Erwachenden. Je mehr der Betrunkene in diese stiebende, verschlagende, raubende, brennende Welt hineinstarrte, desto grausiger überkam ihn eine rasende Angst. Er befand sich geradewegs in der Hölle und die Teufel, diese Feuerteufel, hatten es auf ihn abgesehen. Ihr lieben Herren Oberteufel, verzeiht mir ein letztes Mal. Ich bin doch nur in einem Rausch verstorben. Da brachen die Herumstehenden in ein schallendes Gelächter aus. Und der nun völlig nüchtern gewordene erkannte, dass er nur in der Kölnauer Hammerschmiede war.